Godzilla Kong, genau. Angeblich gibt es eine Post-Credit-Scene im Film. Ich wollte erst Video darüber machen, da ich aber aktuell keine Kamera habe, außer eben hier die GoPro, machen wir es einfach jetzt hier und schauen uns das Video dazu an. Ich kann hier keine Warnung aussprechen, ich kann nur sagen, es ist natürlich nichts Offizielles, man weiß es eben noch nicht. Es wird jetzt aber hier wohl darauf eingegangen, was der Leak angeblich behauptet, was in der Post-Credit-Scene zu sehen ist. Der Titel ist Godzilla Kong Space Godzilla Post-Credit. Ihr merkt schon, Space Godzilla ist immer, egal wo man hinguckt, sehr auf dem Plan. Das kommt nicht einfach nur von mir. Das haben auch andere, den Gedanken. Shimo ist die Actual Villain. Das stimmt ja. How Shimo Rose Ghidorah. Das heißt, hier wird wohl darauf eingegangen, dass in der Post-Credit-Scene irgendwas mit Space Godzilla zu sehen sein soll. Dass Shimo möglicherweise der neue Haupt-Thanos werden könnte. Das glaube ich irgendwie nicht. Und dass man wohl herausfinden würde, dass Shimo Dingsbums eingefroren hat. Wie heißt der große Drache? Ich wollte gerade Kevin sagen. Der eine Kopf heißt Kevin. Ghidorah. Muss jetzt wieder los. Viel Spaß noch. Und 100 Bits. Vielen, vielen Dank dafür. Lässt du 100 Bits da, wenn du gehst? Vielen Dank. Dir noch einen schönen Abend. Gut. Dann gucken wir jetzt auch mal hier rein. Und auch hier können wir wieder super schön im Titel sehen, dass das hier kein Clickbait ist. Denn hier wird ganz klar gesagt, Godzilla Kong Space Godzilla Post-Credit Fragezeichen. Ihr könnt es nicht sehen. So. Da oben kann man es sehen. Fragezeichen. Das ist eine Frage, die gestellt wird. Das Video wird jetzt diese Frage behandeln. Shimo ist die Actual Villain. Ausrufezeichen. Das ist halt so ein Ding. Das weiß man. Das ist auch, glaube ich, nur im Titel für das SEO. How Shimo Froze Ghidorah. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auch die Theorie. Wie Ghidorah oder ob Ghidorah wirklich von Shimo eingefroren wurde. Die habe auch nicht nur ich gehabt. Auch die hast du überall woanders. Und ich sag's eben einfach nur, weil da immer so, es wird öfter mal so komisch angekreidet, so das ist so weit hergeholt. Und ich glaube einfach nicht, wenn da auch noch andere auf die Idee kommen, dass das dann so aus dem Arsch gezogen ist. Bits. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist aber eine ungerade Zahl. Das bringt Pech und wahrscheinlich wird jetzt durch diese Spende das Jurassic Park Spiel nicht erscheinen. Aber ich profitiere davon, von daher ist alles gut. Wann guckst du live Godzilla vs. Kong? Gute Frage. Auf jeden Fall vor Kinostart. Von Godzilla Kong. Ja. Ich habe auch versucht, irgendwie, aber es geht halt nicht, irgendwie den Film schon zu sehen am 39. Was schätze ich denn? Hirn zusammennehmen, Hirn. Am 29. März, aber den kann man halt nicht sehen. Den kriegst du halt nur in Amerika am 29. und in Japan, glaube ich, war es gewesen, schon am 23. Habe ich in irgendeinem TV-Spot letztens gesehen. Bei uns eben erst am 39. Scheiße. Das ist halt auch schon ein bisschen spät jetzt für mich. Ich war heute schon um 4 Uhr wach. Um 4 Uhr morgens war ich heute wach und ich sabber und rede Scheiße. Deswegen ist es gerade schon für mich. Der 39., der bleibt jetzt so stehen. Ich werde das nicht verbessern und mich dafür auch nicht entschuldigen. Das ist jetzt ein Fakt. So. Wir gucken, was die Post-Credit-Scene sein könnte. Mal gucken, was jetzt hier gesagt wird. In today's video, we're continuing our coverage on the Kaiju legendary MonsterVerse, Godzilla X Kong, The New Empire. So, this movie is just over a month away. Come. Nochmal tausend Dank für die 100 Bits. Das sind 190. Ich glaube, hier wird gerade Geld gewaschen. Gerne. Vielen, vielen Dank dafür.
Brauchen wir hier Untertitel wieder? Wahrscheinlich schon. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, glaube ich. Ne, mit dem. Hier wird es nicht angeboten. Mit dem automatisch übersetzen? Wo war, da war das? Ist halt so ein bisschen versteckt, die Funktion, finde ich. Wisst ihr übrigens, dass YouTube demnächst gibt hier kein Deutsch oder ist es unter G wie German? Ne, auch nicht. Na gut. Dass YouTube demnächst, das ist auf Deutsch, Entschuldigung, eine Funktion einfügen will, dass sogar eine AI-Stimme das, was ich sage, einfach auf Englisch übersetzen kann, wie in so Interviews, wie man das eben kennt. Das wäre halt voll der Gamechanger. Das wäre halt schon krass, weil dann könntest du einfach international Videos rausbringen oder andersrum könnten auch wir uns dann eben auf Deutsch übersetzte Videos anschauen, die eigentlich aus dem Ausland kommen. Und das wird so kommen, dass eines Tages wird eine AI-Stimme meine Lippen sogar parallel dazu anpassen können, was jetzt, wenn ich jetzt irgendwas auf Arabisch sage, dann kannst du mich jetzt irgendwo gucken, in, keine Ahnung, Dubai, und die Lippen werden dazu passend synchronisiert. Das wird dahin gehen. Bitte kein AI. Ey, ich bin da auch kein Riesenfan davon. Wir werden auf jeden Fall alle grausam sterben, wenn diese Technik so weitergeht, aber das wird halt kommen. Das ist ja schon krass weit. Es gibt einen Film, da haben die das sogar schon gemacht, der nennt sich, den Namen vergessen. Da sind zwei Frauen auf so einem Turm oben, dem das was sagt. Der Film spielt wohl nur auf diesem Turm, wie die wieder runterkommen wollen. Bei diesem Film haben die wirklich mit AI die Lippensynchro angepasst. Dass du, genau, stimmt, die mussten bestimmte Beleidigungen in dem Film, mussten die rausschneiden, so war das gewesen. Und deswegen haben die einfach neu synchronisiert und haben dann per AI die Lippen so angepasst, dass man das nicht mehr erkennt. Da gibt es ein Video von David Hein sogar dazu, zu dem Thema. Das gibt's also schon. Das, ja. Hart vom Thema abgekommen gerade, gell? Aber. Comes out at the end of March. We've had three trailers, technically. The first trailer was trailer one, which was the tease trailer that revealed Scar King. Then we had the first official trailer, which is technically trailer one, but it's really trailer two. And then we had trailer three, which basically revealed Shimu without. Deswegen sagen immer alle Trailer 3, das ist ja Quatsch. Das erste war ein Teaser gewesen. Ein Teaser hat nichts mit dem Trailer zu tun. Ein Trailer zeigt Szenen aus dem Film. Ein Teaser muss das nicht unbedingt machen. Ein Teaser kann einfach sowas sein wie als Scar King, der dann vor den toten Köpfen von Kong und Godzilla sitzt. Das wird so im Film nicht passieren. Das ist ein Teaser gewesen, kein Trailer. That reveal in Shimu, which was technically trailer 2, but it's really trailer 3. But we still don't know that much about the movie unless you have read the plot leaks or listened to plot-based videos that I've done. So yo, what is good YouTube? What's your here? If you're on new around, make sure you subscribe to never miss any of the Kaiju, Multiverse, Marvel, DC, pop culture-based content that I try to deliver on a daily basis. If you could, become a channel member for less than 99p. It really is appreciated. Also check us out on Instagram at WallStuGTCP, your Facebook, and your voice. Check us out on Twitter or x.com, WallStuG over there. So please follow me. So, not much is known about this movie. We know the main villain is Scar King, an orangutan. So we know what he. Ja, das ist genau. Scar King ist der Hauptbösewicht. Und ich glaube, Shimo wird nicht rein böse sein. Ich glaube, dass Shimo halt von Scar King manipuliert wird oder kontrolliert wird. Dieses total krass, der allererste Leak, den wir damals bekommen haben, stimmt einfach. He wants to overthrow Earth and become the dominant species and basically take over Earth. That's pretty obvious. So it's interesting because they've revealed Shimu in five different scenes in the most recent trailer. There is so many toys out there with Playmates, Funko Pop, etc. about Shimu, the mother of the Titans. And that. Ja, das verstehe ich aber halt auch nicht, warum die so ein Geschiss um Shimu machen. Und den nie wirklich komplett mal zeigen in einer längeren Szene, den aber dann in ganz viele Clips, TV-Spots und auf die Spielzeuge draufklatschen.
total dämlich eigentlich. Gab es damals vor Godzilla vs. Kong schon Spielzeuge von Mechagodzilla? Ich glaube nämlich nicht, ne? Das haben die damals besser gemacht. Da gab es, glaube ich, von Mechagodzilla gab es keine Spielzeuge oder auch keine Leaks. Da dachten wir uns das eben nur. Ready Player One, Mechagodzilla, ja, ja, genau. Der sah aber eigentlich auch ganz geil aus. Der war schon ganz cool. Ich will nicht, dass Shimo stirbt, aber will nicht, dass Garking stirbt. Aber auch in der neuen Szene sieht man, bis da, das werden die noch nicht zeigen in irgendeiner Szene, wie Garking stirbt. Da kannst du jetzt versuchen rauszuziehen, was du willst, aber die werden wohl kaum den Tod von Garking zeigen. In irgendeinem Spot oder ähnlichem. Really triggers people. I don't understand why, but not much is known about Shimu. If you take away the plot leaks, Shimu is the overall villain. Kong is so terrified of her. Godzilla is also terrified of her because the dialogue by Dr. Andrew says there's something down there and they both. Ist das eine AI-Stimme, mit der das gerade macht? Es hört sich ein bisschen befremdlich an. Both sense it and they're both scared. Has Shimu and Godzilla met before? We don't know. We know there's the ongoing theory that Shimu caused the Ice Age and froze King Ghidorah, which would make Shimu the most powerful monster of Earth. Moment, hat eben gerade gesagt, we know? Ich muss das mal hier sehen. Weil das wäre falsch. Das ist eine Theorie. In theory, that Shimu caused the Ice Age and froze King Ghidorah, sorry. Which would make Shimu the most powerful Monsterverse Titan ever. There is some theories. Der Größenvergleich hier, das könnte, das ist ein bisschen zu krass wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu krass jetzt hier. Aber der Shimo ist auf jeden Fall größer als Godzilla. Und das Ding mit dem, dass sie doppelt so groß ist wie Godzilla, das ist nicht übertrieben. Or some people hypothesizing that Godzilla is an ancestor of Shimu, the Ghidorahs, potentially. I mean, Shimu looks more like a turtle. Shimu can actually literally freeze her enemies, which would make her the most powerful titan. Kennen Sie die Theorie, dass das hier, Moment. Interesting, because the plot leaks do allude to showing some. Dass das hier, diese ganze Eisgeschichte, dass das einfach Rio sein soll. Dass das Rio ist, das einfach nur eingefroren ist. Auch eine interessante Theorie. Of the great wars between the Ghidorahs and the Kongs. We don't really, in fact, we don't know much about anything really. Because even the great war is hypothesized. We had the Call of Duty event with the image that. Oh, vielen, vielen Dank für dein Stufe 1 Abo. Mali KGL. Tausend Dank dafür. Came out that people thought was Space Godzilla. You can see Godzilla looks. Boah, ist die Theorie schon alt. Die Theorie, da habe ich mal ein Video drüber gemacht. Aber nicht mit dieser Zeichnung hier. Es gibt noch eine andere Zeichnung, wo du wirklich siehst, wie ein Godzilla-ähnliches Wesen mit Flügeln von oben runterkommt. Dass das Space Godzilla ist. Aber dann müsste Space Godzilla ja in diesem Monsterverse so eingebaut sein, dass Space Godzilla einfach schon existiert. Ohne, dass da irgendwelche Zellen ins All gekommen sind oder so ein Kram. Wäre auch krass. Wenn die dann echt, das wäre halt abgefahren. Wenn sie dann den Weg gehen, dass es einfach irgendwie auch im All nochmal andere Kaijus gibt, die einfach halt schon da sind. So wie in der Hollow Earth. Dass jetzt im Hollow Moon leben Ghidorahs und Space Godzillas und sowas. Das wäre abgefahren. Thought was Space Godzilla. You can see Godzilla looks smaller, but people seem to think this is now Shimu. Now there is a. Das ist auch Shimo. Das wurde doch auch schon gesagt. Post-credit scene. Allegedly, as I've been told this so many times, that there is a huge post-credit stinger. We're gonna go over that towards the end of the video, but some people seem to think it's Space Godzilla. Boah, aber die geilste Post-credit scene. Wäre nicht, wenn du Space Godzilla siehst, finde ich. Die wäre auch nicht, wenn du Destroyer schon irgendwie andeutest. Das wäre eh noch viel zu früh. Die geilste Post-Credit-Scene wäre einfach, wenn
ganz zum Schluss von dem Film Godzilla und Kong wieder versuchen, durch diese Portale in die Hollow Earth runterzugehen. Und dann passiert aber irgendein Unfall und dann ploppen die einfach aus dem Breach raus und landen quasi in der Welt vom Pacific Rim. Das würde ich krass finden. Das würde ich echt cool finden, ey. I remember when I had some leaks before the test screener, oh, well over a year ago, and people alluded to the fact that the main villain was going to be Space Godzilla. And I say Shimu is basically Space Godzilla without them paying to use the rights to Space Godzilla. Okay, seine Theorie geht aber davon aus, dass man Space Godzilla nicht sehen wird, weil Shimo der neue Space Godzilla darstellen soll. Das glaube ich nicht. Nee. Das glaube ich echt nicht. Godzilla. And yeah, I get it, there's so many differences, but just chill out, lads. So the cause of the Great War is actually not really known. The Gojira species caused conflict because potentially somebody ate some type of star, causing them to go evil. Both species eventually fought together to drive the evil Kijoras out of Hollow Earth, in which they... Nein. Ja, wie kommt denn jetzt auf die Idee? Das ist ganz weit hergeholt. Ich glaube wirklich, dass dieser Krieg ausgebrochen ist. Ich habe ein Bild für euch. Das habe ich extra abfotografiert. Moment, ich muss das hier einfügen. Ich muss euch das zeigen. Ich habe ja mal die Theorie geäußert, dass der Krieg zwischen Kong und Godzilla, also zwischen diesen ganzen Spezies, was damit zu tun haben könnte, dass die Kongs eben die Menschen beschützen wollten und dass die Godzillas eben die Menschen vernichten wollten, aus dem Grund, dass die Menschen eben die Natur so stark beschädigen. Oder irgendwie sowas, ne? Und deswegen baut man eben jetzt diese ganze Story ein von wegen, ja, der ist der Hüter der Natur und der ist das und das und das und bla bla bla. Es gibt dieses Bild jetzt hier. Da seht ihr oben die Menschen. Ne, das oben, der Teil hier oben, das ist quasi das, was wir auch in Godzilla Kong sehen werden. Im Film. Was wir jetzt hier unten sehen, ist eine Zeichnung von etwas, das schon einmal passiert ist. Diese Zeichnung hier unten soll nach dem Krieg der Titanen gegen die Kongs irgendwie gezeichnet worden sein. Als Höhlenmalerei. Und da sehen wir ganz unten Menschen. Mach's gerade nochmal ein bisschen größer. Das heißt, dieser Krieg hat definitiv stattgefunden, als die Menschen bereits in der Hollow Earth unten waren. Also die Leute, die hier oben in der Hollow Earth sind, das da, die waren auch schon zur Zeit dieses Krieges in der Hollow Earth. Müssen jetzt halt nicht dieselben Leute sein. Aber auf jeden Fall waren da schon Menschen unten. Scheinbar. Das heißt, es könnte wirklich der Fall sein, dass die Menschen irgendwas gemacht haben. Ey, es muss nicht mal die Umwelt angegriffen sein. Irgendwas haben die Menschen auf jeden Fall gemacht. Und deswegen haben die Titanen damals gesagt, nee, wir müssen das verhindern. Und die Kongs wollten aber die Menschen weiterhin beschützen. Und deswegen war eben dann dieser Konflikt da. Hört sich zumindest sehr plausibel an, finde ich. They were successful. The Kongs discovered that the Kojira crystal, dorsal plates, could be used as tools and weapons. But the Kojiras didn't allow it, treating the idea of using Godzilla's dorsal plate as weapons as disgraceful. Unfortunately, one of the Kongs killed a Kojira for a piece of crystal. Taking this as an act of war, the Godzillas would unite a feud with the Kongs that would last for centuries, eventually coming to an end with descendants Godzilla and Kong. Okay, auch eine interessante Theorie, dass die Kristalle in der Hohlerde irgendwas mit dem Krieg zu tun haben. Das könnte natürlich auch sein. Coming to terms with each other. So it's pretty clear by the end of Godzilla versus Kong that Godzilla and Kong came to a somewhat truce. And Adam Wingard recently said in an interview that they've got a truce. As long as Kong stays down in Hollow Earth, things are cool. But if Kong comes up to the surface world, then Godzilla is going to punch him in the face. Richtig, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Godzilla will dieses Gleichgewicht eben erhalten.
Und deswegen geht er wahrscheinlich auch auf Kong los im Film. Nicht, weil er manipuliert wird, sondern eben, weil Kong aus der Hollow Earth rauskommt und Godzilla ihn eben schon gewarnt hat. Ey, geh wieder da runter. Und auch dann spürt, dass irgendwas in der Hollow Earth nicht stimmt. Und dann sieht er auch mal, wie Kong da rauskommt. Und deswegen wird er Kong angreifen. Er sagt es ja eben auch, das wird so sein. Hence why they get into a fight. So Shimu is the most powerful Titan we've ever seen in the Kaiju Monsterverse, but not much is known about Shimu. She caused the Ice Age. And some people... Shimu ist übrigens auch größer als Ghidorah. Habt ihr das gewusst? Irgendwo habe ich da auch das Bild. Da. Machen wir jetzt mal gerade so. Moment. Ja. Ja, doch, doch. Doch, doch. Du kannst jetzt Nein schreiben, wie du willst, aber doch, doch. Shimu ist größer als Ghidorah. Macht ja aber auch Sinn. Gerade im Monsterverse will man natürlich immer größer, immer mächtiger, immer krasser gehen und ja. Ich weiß nicht, warum so viele damit Probleme haben, dass irgendein Kaiju größer als Godzilla oder als Ghidorah ist. Da flippen voll viele einfach aus. Und dann noch ein Weibchen. Sehr peinlich. Kennst du All Kitty vs. Godzilla? Kenn ich, ja, ja. Das ist auch geil. Das ist auch geil. People think she's a kind of weak version of King Ghidorah, which makes no sense to me, because if the rumors are true and the information that's out there, you got to understand, a lot is somewhat known about Shimu without them officially addressing Shimu. So you've kind of got to take the information you can find on Shimu. So Titanus Shimu is going to be insanely powerful. So Kong sees Shimu and he looks absolutely terrified. And Shimu's blast, the ice blast, is that powerful that it actually chips a little bit of his axe, which is absolutely insane. So, ja, und scheinbar ist ja auch der Eisstrahl von Shimu daran schuld, dass Kongs Arm irgendwie außer Gefecht gesetzt wird. Das sieht man wohl auch mal ganz kurz im zweiten Trailer, dass dieser Eisstrahl, der trifft ja seine Axt, und dann geht er aber noch so ein bisschen weiter den Arm runter. Und Shimu muss halt wirklich einen krassen Auftritt haben. Ich frage mich wirklich, was da passieren soll, dass die Shimo so lange geheim halten. Ich will da auf jeden Fall einen krassen Auftritt von Shimo sehen. In dem Film. Gegen Shimo habe ich 2 Strikes bekommen. Da muss jetzt was Krasses kommen. Und sobald der Film draußen ist, reden wir auch mal darüber, welches Bild das wirklich, wie das wirklich eingebracht hat. Verbrennung durch Eis, ja, ja. Habe ich auch schon mal gehabt. Wollt ihr mal eine saublöde Geschichte hören? Ne, richtig, was mir wirklich passiert ist, das muss ich davor sagen, das ist wirklich passiert. Wegen Eisverbrennung. Und zwar, jetzt werden die Leute auf YouTube wieder ausflippen, wenn die das Video sehen, ist mir aber eigentlich auch scheißegal. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ein Kollege und ich, wir wollten zusammen Chili con Carne kochen. Und wir haben halt davor auch schon 1-2 Bierchen getrunken. Und ich kam dann irgendwie auf die glorreiche Idee, wie geil das doch jetzt wäre, wenn wir einfach noch so eine Scheibe Käse da reinschmeißen. Also so ein Käseblock. Einfach noch da reinschmeißen. Und das End vom Lied ist dann eben gewesen, dass dieser Käse unten am Topf angebrannt ist. Und dann habe ich versucht, mit so einem Holzkochlöffel diesen Käse unten wieder abzumachen. Und der Löffel ist aber abgebrochen. Und dann bin ich mit der Hand in dieses kochende Chili reingekommen. Und es hat eben sau weh getan. Und mein Kollege hat einfach dann so eine Blitzreaktion gehabt, meint einfach, ey, du musst die Hand sofort ins Gefrierfach halten. Und ich dachte mir halt da, ne, ja, das ist eine gute Idee. Und halt meine Hand ins Gefrierfach rein. Und dann habe ich auf der Hand wirklich so eine, also da gibt's noch Bilder davon, das sieht saukrass aus. Als hätte ich den T-Virus irgendwie in mir. Ist hier so eine dicke Blase gewachsen, die aber schon fast, das sah aus wie so eine Eisblase. Es war eine Eisblase, wegen dem Gefrierfach halt, ne? Großer Fehler, ja, auf jeden Fall. Aber es wird noch dümmer. Dann habe ich mir nämlich gedacht, was machst du denn jetzt mit dieser scheiß Blase? Sieht halt total eklig aus. Machst du ein Verband drum?
Und jetzt wird es ein bisschen hart, wenn ihr einen schweren Magen habt. Bitte ganz kurz nicht zuhören. Dann habe ich den Verband genommen, habe den um die Hand rumgewickelt. Auf einmal platzt diese ganze Scheiße auf. Und ey, das, als hätte ich eine Aquaknarre aus der Hand geschossen. Es gibt noch Bilder von dieser Hand, weil wir auch noch Bilder davon gemacht haben. Mann, war ich noch jünger. Nicht, dass ich jetzt irgendwie schlauer geworden wäre mit der Zeit, aber es ist schon ein bisschen länger her. Okay, so viel dazu. Jetzt könnt ihr mir auf YouTube wieder in die Kommentare unten reinschreiben, ne, ne, bis du auf den Punkt kommst. Ich habe mir zwei Verbrennungen zugezogen, ja, genau. Ich habe auf die eigentliche Verbrennung noch eine Eisverbrennung oben drauf gesetzt. Ja, kann euch das Bild ja mal irgendwann zeigen. Das sieht halt echt aus. Das kennt ihr William Birkin von Resident Evil, dem so der Arm mutiert? Ungefähr so in der Anfangsstufe sah es bei mir aus. Ja, auf jeden Fall. Erstmal die Panikreaktion, das war schon super. Und dann noch, du musst ihn jetzt ins Gefrierfach halten. Und ich, ja, das hört sich total logisch an, na klar. Ja, es waren noch Zeiten, ey. We know Scar King is a alpha orangutan who has the whole tribe scared of him. So Shimu could overpower Scar King and freeze him and kill him pretty easily if she wanted to. So we know this whiplash weapon that Scar King has. We've seen it. It literally can pick. Er geht jetzt darauf ein, Achtung. Er hat eben gerade selber gesagt, dass Shimu eigentlich so mächtig ist, dass sie Scar King einfrieren könnte. Jetzt geht er auf die Peitsche ein. Das ist nämlich, das ist, es wird so sein, dass diese Peitsche, die hat ja unten diesen Kristall dran, die kontrolliert Shimo. Pick up buildings. So there's a crystal that somehow gives Scar King the power over Shimo. And we know how this is gonna. Nein, da bin ich aber schockiert über diese Theorie. Verdammt nochmal. Come to a head. Shimo is neither a hero or a villain. There's this interesting theory going around that I've seen that reads like this. Shimu is not a protector or a destroyer, but simply an arrogant titan who wants to sleep, grow stronger from the Hollow Earth radiation and does not care for any titan at all, seeing them as inferior to it. So what's interesting is Shimu draws power from the radiation in Hollow Earth. So if you depower Shimu and take Shimu away from the radiation in Hollow Earth, is Shimu actually stronger than the King of the Monsters, Godzilla himself? Das kann natürlich auch sein, dass Shimo diese Kristalle braucht, um überhaupt erst so mächtig zu werden. Und deswegen hat Scar King so einen Kristall in seiner Peitsche, damit er Shimo dann erst diese Power freisetzen kann. Dann ist aber wieder die Frage, warum greift Shimo denn nicht dann Scar King an? Wenn er mit dieser Peitsche diese Power erst freisetzt. Das verstehe ich dann nicht. Macht auch nicht so viel Sinn. So, we don't know because we've not actually really seen Shimu yet. I have heard that there will be new footage. There will be a new trailer coming out at some point. Now we know we have IGN FanFest. Now, also wenn wir jetzt noch einen kompletten Trailer 3 bekommen, also wirklich einen richtigen Trailer 3, der wieder ganz, 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 ganz neue Sachen zeigt, zum Beispiel auch Shimu, wäre das dümmste Marketing aller Zeiten, Shimu so geheim zu halten, Menschen Strikes reinzuhauen, wegen Shimo, und dann im dritten Trailer einfach Shimo zu zeigen, kurz bevor der Film rauskommt. Das wäre so extrem dämlich. Ich glaube eher, dass, nee, das wäre zu viel, das glaube ich auch. Vor allem kommt der Film jetzt ja schon raus, Ende des Monats, in überall außerhalb bei uns. Das glaube ich nicht. Wir kriegen keinen Trailer 3 mehr. Das wäre total dämlich. People originally thought the trailer was going to be there, and last time they did a fan fest before Godzilla vs. Kong came out in 2021, they did reveal tiny bits of footage. So Legendary and Warner Bros., which is the distributor, Legendary made the movie, they need to just officially reveal Shimu already. So this theory goes on to say, when angered or threatened, it will kill anything that stands in the way, which could be why. War das Video nicht mal, war der Titel nicht, was die Post-Credit-Scene zeigen soll? Wir sind jetzt hier bei einem ganz anderen Thema gelandet. Wie sind wir denn jetzt eigentlich zu dem Thema gekommen? Wir sind jetzt gerade ganz woanders. Und da ist ein Bild von den Avengers. Finde ich gut. King Ghidorah was frozen. If Shimu really was the one to do it. Because we don't really know who frozen
Shimo. Before the Shimo reveal, a lot of people thought that Godzilla was kind of behind it. However, Scar King was able to use the knowledge to form a deal with Shimo by explaining if he helps on his conquest with power, he will give the most powerful source of Hollow Earth energy on this planet. So this is why Shimo is not only helping Scar King, but is also a dangerous threat to all life on Earth. Now, this theory is really flawed because I've read the plot leaks and because I know exactly how Scar King is controlling Shimo with... Ja, definitiv. Da gehe ich komplett mit. Shimo ist in der Kontrolle von Scar King und Shimo wird entweder am Ende des Films sterben oder wird halt gut und weiter existieren. Nur wenn Shimo auch gut wird, dann haben wir so dieses typische Dragon Ball Problem. Dann sind die ja zu krass. Dann haben wir Godzilla evolved, wir haben gut Kong mit einem Handschuh und eben noch Shimo dann im Team plus Mothra noch. Das wäre ein bisschen krass. Was willst du dann auffahren, um denen gefährlich zu werden? Destroyer, ja, aber das wäre viel zu früh. Ja. The Crystal. And when the crystal snaps and breaks, Scar King has no control over Shimo, and then Shimo will freeze him, and then King Kong will slap him up, and then goodbye, Scar King. Now, I'd rather they knock... Nee. Das Letzte würde ich hier rauslassen. Dieses Slap him off würde ich nicht sagen, dass aber Shimo Scar King am Ende einfriert. Das glaube ich. Und dann könnte man den trotz allem für spätere Filme wieder mit aufgreifen. Scar King könnte so ein Anti-Held sogar werden später in Filmen. Er wird so eine Art Piccolo. Kill Scar King, but let's be honest, I'll be transparent. We know the leaks, and we know they're basically true, and we know Scar King will be but it's going to be interesting to see which way they go with Shimo, because like I've said multiple times, we need a standalone Godzilla movie after this. We need a standalone Godzilla movie. So why don't we have the villain of a standalone Godzilla movie be Shimo? Because if Godzilla is an ancestor of Shimo, then they would be perfect to fight each other. Boah, nee, glaube ich nicht. Also er meint jetzt, dass es sein kann, dass Shimo am Ende von dem Film auch noch überlebt. Dass wir dann nochmal Einzelfilme bekommen, das glaube ich schon mal gar nicht, dass wir noch jemals einen einzelnen nur Godzilla-Film bekommen. Und dass dann Shimo der Hauptgegner in dem Godzilla-Film werden könnte. Das glaube ich nicht. Wenn die jetzt schon zwei Kräfte dafür brauchen, um Shimo überhaupt irgendwie Einhalt zu gebieten, wäre das ja auch wieder Quatsch. Which I find fascinating, because I can go with what the leaks say, because I know it's true, but it would be more fascinating for me if Shimo is actually a villain. Shimo kills Kong. Sorry, I needed a title. I'm not even going to put that title, but maybe I will. But it is interesting, because although leaks... Achso, dann wäre das so ein Twist, dass Shimo, also wir denken, dass Shimo am Ende eigentlich gut ist, und dass Shimo von Scar King kontrolliert wird und dann am Ende kommt aber raus, nee, Shimo ist eigentlich auch böse. Das meint er, glaube ich, so, dass es so ein kleiner Twist wäre. Ja. Hast du schon Godzilla Kong Hunted gesehen? Nee, das ist ein Comic. Der heißt The Hunted und der kommt erst noch raus. Den werde ich aber auf jeden Fall auch lesen und noch reviewen. Der spielt nämlich chronologisch und im Kanon kurz vor dem Film. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. It can be true and it cannot be true. There are some leaks out there that I've read that suggest that Shimo is actually a villain and is not this nice lass who is just under control. Because that would be boring. But there can't be too much backstory in this movie because it's only an hour and 45 minutes long. So let's go over this. So there's some information coming out. I mean, I don't know if it's true or not, that basically says Space Godzilla is going to be the post-credit scene. Now, there's been multiple creators over the last 5 years who have stated there's evidence that Space Godzilla will appear in the MonsterVerse at some point. And just because an Instagram post appears, it's on a, I don't know, some random post. Nee, der Comic kommt, erstmal kommt er ja nur auf Englisch raus, ne? So wie ich habe ja die ganzen Comics auch hier, die gibt's ja so auch zum Beispiel zum großen Teil nur auf Englisch. Und die englische Variante kommt raus am 26. März 2024. Heute ist der 8. Das ist noch nicht draußen. I also read it. I mean, I was told there is a stinger, like an ending scene if you like. And, you know, we've had Mecha Godzilla before. Space Godzilla would imply that he's from space. So that would be interesting. But King Ghidorah was
an alien in a roundabout way. So do we need Space Godzilla? No. But would I prefer Space Godzilla over Destroyer? Yes, because it is far too early for... Ja, Destroyer wäre halt echt viel zu früh. Das wäre wirklich viel zu früh. Nee. Was ist denn da los? Hier, 26. März kannst du es kaufen. Das ist der Comic. Or destroy all monsters. Because that is like the end game for the Kaiju Monsterverse. And we're not that many movies in, really, but we need some standalone movies. We need a Kong movie. We need a Godzilla movie. And I get it. Da würde ich mal gerne eure Meinung wissen. Macht mal eine 1 in den Chat, wenn ihr der Meinung seid, dass wir wirklich noch Einzelfilme von Godzilla und Kong brauchen. Und 2, wenn nicht. Ich hätte einfach so ein Problem auch mit der Kontinuität, weil dann musst du mir wieder erklären, und das haben die Marvel-Filme schon total beschissen gelöst, nämlich einfach gar nicht, warum taucht Kong nicht auf, während eine Gefahr auf der Erde ist, mit der Godzilla gerade kämpft? Das fand ich bei Marvel immer so ganz blöd. So, warum kommt Tony Stark nicht zu Hilfe, wenn Hydra gerade dabei ist, die gesamte Welt fast einzunehmen? Oder andersrum, warum kommt Captain America nicht zu Hilfe, wenn der Mandarin oder der Fake-Mandarin gerade hier in Malibu randaliert? Das war alles so bescheuert. Das müsstest du jetzt halt hier irgendwie auch wieder erklären. Das wäre halt echt schwierig. I guarantee if this movie does well, we will get a third movie with Godzilla and Kong teaming up again. But if they do have to team up again, let it be someone strong. And not Scar King and Shimu. It's like, I mean, I don't want to say this, but Godzilla X Kong New Empire, it's basically a Marvel movie, but with monsters. In a way, I mean, I know there is some human attributes to this movie with Trapper, with Dr. Andrews, with Gia, etc. But this movie basically is an Avengers movie, let's be honest. Let's team up to take down the threat. An Avengers movie würde ich jetzt nicht sagen. Oder? Es sind nicht so viele bekannte Kaiju mit dabei, was wir bisher wissen zumindest. Wir haben Mothra, wir haben Godzilla und wir haben Kong. Da war King of the Monsters, war eher ein Avengers-Movie als das jetzt hier. Red. They don't have to like each other, they just have to work together. Such a corny line. But saying that, the Avengers movie did very well. So, is Space Godzilla powerful enough for both Kong and Godzilla? Hell, throw Shimu in there. We know that. Spoilers, we know Mothra's in this movie. We know that actually Doug, Titanic is Doug. Actually, there's so, and we've got the snake-like. In fact, there's so many kaiju monsters, creatures in this movie that it could be interesting. And the last movie did just under $500 million, and it was day-and-date release on HBO Max. And this was in 2021, just when the cinemas were reopening. So if this movie does not do $700 million... Ja, trotzdem war der Film ja leider kein wirklich krasser Erfolg, ne? Die ganzen Monsterverse-Filme... Die kann man so gerade so als Erfolg verbuchen. Weil auch wenn die mehr eingenommen haben, als sie eigentlich, weil sie mehr eingespielt haben, als sie bei der Produktion gekostet haben, vergisst man da oft noch das Marketing mit einzuberechnen. Und da gibt es auch eine ganz schöne Seite, da könnt ihr das auch sehen. Wenn das nochmal mit draufgerechnet wird, dann sind die Filme nicht mehr so erfolgreich, wie man sich das vielleicht vorstellt. Deswegen ist man auch gerade noch so ein bisschen, man tastet sich noch so ein bisschen langsam an die ganze Nummer ran. Und ich könnte auch wetten, dass man deswegen vielleicht auch noch keine Toho-Kaidus jetzt hier in dem Film sieht, neuen. Weil man eben erst gucken will, wie kommt das Monsterverse überhaupt jetzt an. Und wenn der Film jetzt ein durchschlagender Erfolg werden würde, könnte ich wetten, dass wir dann im nächsten Film wirklich Biollante einführen oder irgendwas, was wir eben schon kennen. Die wollen aber eben jetzt gucken, ob das irgendwie klappt, ob das lukrativ genug ist, ja, für die ganze Nummer. $1 billion plus, then I think the only cause for blame would be to the distributor Warner Bros. Discovery, because this movie has such weird marketing. They are marketing this movie so weird
But then again, it's good. You get everyone talking about Shimu, and it's so obvious to tell who's read the plot leaks or not, because people saying, oh, Shimu, if Shimu is rumored, no. I mean, if you're going to react to said trailer, you would not know who this new Titan's called, because no one's ever said the name before. You could be like, oh my God, it's Space Godzilla. Although it looks like a turtle. It looks nothing like Space Godzilla at all. So do I believe the Space Godzilla is true, that we're going to get a stinger? Kennt ihr dieses eine Leak-Bild, das angeblich ja wirklich aus dem Film stammen soll, wo Scar King auf Shimo sitzt und dann so hoch springt und Kong sitzt auf Godzilla und springt dann auch so hoch? Und ich frag mich, Godzilla hat doch so Stacheln auf dem Rücken, so Schuppen. Wie sitzt ein Kong auf dem? Oder sitzt er halt genau so, dass diese eine Schuppe sich so quasi wie so ein Spielzeug, was du so reinploppen kannst. Vielleicht bekommen wir hier eine sehr innige Beziehung zwischen den beiden zu sehen. Kann auch sein. Der Anfang einer Romanze. You know, Space Godzilla randomly turning up at the end of the movie. I think you're more likely to get someone like Destroyer. Space Godzilla is a fan favorite, but then again, Mothra is a fan favorite. But then again, everyone is a fan favorite. So it will be interesting. Hell, Mecha King Ghidorah could show up. Anybody could show up. Nein, nee, nicht Mecha King Ghidorah. Komm, wir haben jetzt genug Ghidorah gehabt. Außerdem war Mecha Godzilla war eigentlich schon Mecha King Ghidorah gewesen. Brauchen wir jetzt nicht nochmal. I find it interesting. People seem to think that Space Godzilla is turning up. I'm not a warrior because I chose to be. I'm a warrior because the Lord Jesus Christ has called me to be. Everyone seems to think Space Godzilla is going to turn up at the end of the movie. So of course your boy War Stew is going to talk about... Später gibt's einen King Zilla. Stell dir einfach mal vor, später kommt wirklich Zilla von Roland Emmerich und der ist dann der Hauptgegner. Der ist dann der große Bösewicht. About it. I spoke about Space Godzilla being the main villain over a year and a half ago, and sure, I was wrong, but I'm not a scooper. If I get the wrong information, I get the wrong information. But... Ist er jetzt in irgendeiner Form darauf eingegangen, was denn der in der Post zu sehen sein könnte? Also, er hat einfach jetzt alle Wahrscheinlichkeiten einfach nur genannt. Irgendwas davon wird es wahrscheinlich sein. Aber was? Also, von den Kristallen bis hin zu Shimo ist der Hauptbösewicht, bis hin zu, es werden neue Einzelfilme angekündigt. Es könnte Space Godzilla sein oder eben auch nicht. Ja, gut, das sehe ich aber genauso wie er. Das könnte genauso passieren, alles. Oder halt auch nicht. Die Theorien waren schon interessant auf jeden Fall, definitiv. Ein paar, wo ich jetzt nicht unbedingt mitgehen würde, aber an sich war es ja schon interessant. Nur, ja, wissen wir jetzt eigentlich genauso viel wie auch davor. Aber, ey, ja, es wird auf jeden Fall eine Post-Credit-Scene geben, davon gehe ich auch ganz stark aus. Und nee, Space Godzilla, die ganze Nummer, das ist so ein Fanwunsch, ne? Ich glaube aber, dass Warner oder eben Legendary, dass die schon irgendwie einen Plan im Hinterkopf haben, wie das Ganze weitergeht. Vielleicht mit Space Godzilla, vielleicht sagen sie echt, ja, die Kristalle in der Hohlerde, die kommen von Space Godzilla aus irgendeinem Grund. Man muss ja nicht dieselbe Geschichte wie bei Toho machen. Und das könnte auch passieren. Ich meinte, am Ende treffen Skilla und Godzilla aufeinander und fighten. Und das ist der erste Fight von Godzilla im Film, weil im Comic To Be Continued in Godzilla Kong the New Empire. Wurde die Seite schon geleakt, oder was? Weil, wie gesagt, den Comic, den gibt's echt noch nicht. Ich werde nochmal nachschauen gleich, ob es den irgendwo schon zu kaufen gibt oder irgendwo zu lesen gibt, aber ich glaube, das ist Bullshit. Okay, die haben einfach ein paar Seiten schon geleakt, das meinst du? Okay, ja gut, das kann sein. Aber weißt du, warum ich da auch nicht dran glaube, dass das offiziell so sein wird? Weil das würde nämlich dann bedeuten, dass du den Comic gelesen haben musst, um direkt den Anklang zu verstehen zu dem Film. Das glaube ich nicht.
wenn der Comic aufhört mit, dass die sich gegenüberstehen oder irgendwie in Rom stehen und dann gibt's einen Cut im Comic und dann heißt's to be continued in the movie. Das, Alter. Ich meine, die anderen Comics, die haben ja eigentlich relativ wenig zu tun mit den Filmen. So diese blaue Form von Godzilla, die wir jetzt auch in Godzilla Kong sehen, die stammt auch aus so einem Comic, aus einem Kanon-Comic. Aber die wird jetzt ja hier erst nochmal komplett neu erklärt. Space Godzilla würde ich erst nach 2 bis 3 Filmen holen. Ja, gehen wir einfach mal, machen wir mal ganz gut so einen Gehirnfurz. Was wäre denn, wenn der Film jetzt wirklich extrem gut ankommt? Das wird der erfolgreichste Film vom gesamten Monsterverse und die sagen, alles klar, das Ding läuft, wir holen jetzt Toho-Monster zurück. Wen würde man als nächsten Gegner nehmen? Von den Toho-Monstern. Nicht Destroyer, nicht Space Godzilla, das wäre wirklich noch viel zu früh. Würde man Biollante nehmen? Anguirus, ey, da habe ich auch ganz kurz dran gedacht. Aber glaube ich nicht. Anguirus könnte vorkommen, so als Sidekick vielleicht nochmal. Obwohl, vielleicht ist auch Shimo eher so eine Anleihung an Anguirus schon. Aber als Gegner gegen Kong und Godzilla Evolved und vielleicht dann auch Shimo, was will Anguirus denn da machen? Sich einbuddeln. Nicht als Gegner. Gamera wäre auch krass, das wäre eine Post-Credit-Scene dann aber eher, dass man da so ein Crossover wieder mit anteasert. Aber auch Gamera ist ja nochmal von einem ganz anderen Studio, also schwer. Gigan könnte auch sein, ja. Zilla, das wäre witzig. Ja, ich bin auch bei, also Biollante kann ich mir irgendwie saugut im Monsterverse vorstellen. Das könnte wirklich saukrass werden. Mecha-Kong. Ich muss jetzt erstmal keine Mecha-Tiger mehr sehen. Ja. Okay, ihr Lieben. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Aber schwimmt noch nicht weg. Wir gucken mal ganz kurz, ob irgendjemand online ist, dem ich euch jetzt aufbürden kann. Nee. Tatsächlich nicht. Was haben wir hier? Nee, da auch nicht. Na gut. In diesem Fall euch noch einen schönen Abend und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach dann morgen wieder, weil ich kann jetzt eh keine Videos aufnehmen, deswegen streamen wir jetzt einfach. Bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.